Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Grüße! Hallo. Und? Der hat ein paar Spackungen. Ein paar? Okay, ein paar ist untertrieben. Ich kann ja also, unten kann ich schon mal das Weizen anpflanzen, ne? Ja. Dann rasiere ich das Feld mal kurz ab. Ich weiß gar nicht, was dieses Skelett von mir wollte. Ist draufgegangen. Wollte ich nach einem Date fragen? Okay. Soll das jetzt einfach mal so stehen? Oh. Was hältst du eigentlich von hier der Mod für Arma 3, altes Life? Keine Ahnung, ich kenne Arma 3 nicht. Oder ich spiele es nicht. Boah, ich habe hier schon wieder so eine Kackfliege im Zimmer. Das ist doch immer schön. Boah, verpiss dich, Junge, ich war heute Morgen duschen. Ah, du stinkst immer noch anscheinend. Ja, ich merke das schon. Nach Maggi stink ich. Maggi. Was haben wir oben für ein Feld? Rotten oder Kartoffeln? Mir egal. Boah, wir kriegen eigentlich später bei dem geheimen Projekt, wofür wir ins End müssen, kriegen wir eigentlich da die Kühe in das ein Loch große Felder rein. Von oben rein pushen. Mit Wasser, also mit der Leine ziehen oder? Reicht das? Nein. Die müssen wir von oben alle reinschubsen da. Okay. Müssen wir Kuhschubser spielen. Alles klar, ich weiß, was wir dann machen werden. Eine kleine Speedaufnahme. Eine? Ich glaube, das wird auf mehrere hinauslaufen. Naja, wenn man das dann. Du musst ja nicht unbedingt mit zweifacher Geschwindigkeit, kannst dann vierfacher. Vierfacher. Okay. Also kurzes Update. Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen gebaut. Wir machen das jetzt hier mit Drop-On bzw. Werfer, die Wasser einmal aussetzen und dann hier runterfließen. Und da bin ich gerade dran. Gut, ich gehe dann schon mal nach. Baue mir schon mal den Weg nach oben. Du darfst nicht vergessen, wir haben dann auch noch einen Keller, wo das Ganze da reinkommt, ne? Ja. Am besten machen wir da einen unterirdischen Zugang zu, ne? Ja. Also wirklich von unserem Haus aus, dachte ich jetzt. Aber wir brauchen noch einen separaten Eingang, weil die ganze Zeit zum Haus zurücklaufen, um da hinzukommen, ja, ist auch scheiße. Ja, schon klar. Aber mal schauen, wie wir das machen. Oder kann man das einfach dann mit so einer Art Bahnhof regeln, dass das in Minecraft geschickt wird und man es abgeliefert? Das geht natürlich auch. Das ist ja doch geil, oder? Echt geil. Wollen wir machen? Alles klar. Der Call wird gesetzt. Okay, dann lade ich aber die Chunks hier mit einem Chunkloader. Mit einem Chunkloader? Ja. Den gibt's ja Minecraft Vanilla. Okay, das muss mir irgendwann mal zeigen. Kennst du keinen Chunkloader in Minecraft Vanilla? Nein. Heftig. Weißt du, was ich aber mal gerade mache? Ich hole mal hier jetzt die Angelfarm, baue ich mal so ein bisschen schön auf. Stört sich, wenn ich mal kurz deine ganzen Seeds zerstöre? Nö. Okay. Wo willst du das Schaltpult haben, wo man dann später alles regeln kann? Das ist eine gute Frage. So. Oh, geiler Song gerade. Wenn man ganz genau hinhört, finde ich, kann man da sogar rausfinden, was es ist. Es ist natürlich super bei dir gerade, weil du auch super die Musik zuhörst. Nein. Gerade läuft ein
Ein Technik-Remix von Plants vs. Zombies. Oh, nice. So, das ist. Jetzt ist das zumindest kein Klotz mehr, der einfach nur so aussieht, als hätte ein Dreijähriger das zusammengebaut. Sondern, hä? Hat doch jemand. Ein Dreijähriger? Alles ja. Klar. Lieber Streetiger, ich würde mir überlegen, was, wie du da auf diese Reaktion, auf diese Antwort reagieren würdest. Achso, das hast du nicht gebaut. Ich dachte, das hast du gebaut. Aha. Also tut mir leid, Street. Ich übernehme keine Verantwortung über das Gesagte von diesen Inkompetenten. So inkompetent bin ich auch wieder nicht. Sagt der Typ mit den 5 Toten. Oder hat nichts zu heißen. Wieso machst du jetzt hier noch Pistons? Chill, chill. Hat alles einzeln. Boah, Flieger, verpiss dich, Mann! So. Weißt du, was ich schon mal mache? Umbringen? Was? Nein. Vigos sind die Teile, die Beacons, die Full Beacons? 9x9. Ey, das wäre perfekt. Da könnten wir die Full Beacons hier aufbauen. Wo die Felder vorher waren. Also ich hätte ja eigentlich... Okay, dann können wir so als Anschauung erstmal die Full Beacons davor machen. Also, weißt du, wie ich das vorhab, dass dann hier noch so ein Gang dazwischen okay, ist? Okay, das ist super optimal. Was? Bitte gepowert. Sag mir jetzt nicht. Ernsthaft wegen einem scheiß Block-Update? Ernsthaft? Theoretisch gesehen könnten wir auch mal so ein bisschen anfangen, schon mal so ein paar Blöcke zu platzieren, ne? So nach und nach immer. Ja. Ich mache jetzt mal 4 Iron-Blöcke, damit ich mal sehen kann, wo was hinkommt. Lassen wir die in die Erde ein, oder? Nein. Würde ich nicht machen. Sieht gut. Besser aus. Gut, jetzt sind wir schon mit einer Meinung. Wir haben... verdammt wenig Eisen gerade. Ich habe ziemlich viel dabei. Okay, also demnächst heißt es nochmal wirklich effektiv farmen gehen. Wie gesagt, ich kann ja anfangen, das zu bauen, was wir vorhaben, aber... willst du nicht, oder? Ja, ich will schon noch einiges in der Folge zeigen. Okay. Wie gesagt, ich kann es auch aufnehmen. Was ich wahrscheinlich mit meinem Kumpel machen werde, ich werde ihn überreden, dass er mir hilft beim Farmen. Das kannst du machen. Oh, das ist geil! Ich liebe Connected Textures. Der Penis jetzt mit dem Haus verbunden oder was? Was? Du hast gesagt, du liebst Connected Textures. Okay, wo bist du? So, wie sieht's hier jetzt aus? Klappt das bei dir jetzt, oder? Ja, ich muss nochmal nach hinten eins verlängern. Ich kann nicht mehr hier... Ups. Ich nehme ja nur gerade die Wassereimer raus, dann mache ich hier schon mal die... das so, wie wir das gedacht hatten, mit den Treppen. Weil dann kann ich das nächste schon mal bewässern, das nächste Feld. Mhm. Kann ich den oben schon anpflanzen oder brauchst du da auch noch Platz? Mal. Also zumindest umarbeiten, wenn ich aber können. Da. Okay, wir haben 8 Slots frei. Ich denke mal 8 Slots reichen, oder? Ja. Gut. Also ich hab mir jetzt 16 Redstone fucking gemacht, ne? Alter.
Die reichen für 2 Etagen. Hast du noch die Treppen, die ja, du immer geholt hast? Hab ich noch. Ich brauche noch ein paar Tricks. Sehr schön. So, wie du siehst, können wir jetzt jede Etage einzeln regeln. Okay. Ich bin mal gespannt, was es am Ende gibt. Eine coole Restaurant-Schaltung, die viel zu verwirrend ist. Da Alter, verballern wir jetzt Redstone. Ja, keine Sorge, ich gehe diese Woche nochmal ein bisschen nachfahren. Kumpel von mir hat morgen noch eine Prüfung, danach hat er ein paar Tage frei gekriegt und bestimmt überredet. Heißt, es war im Klartext, dass ich ihn wieder bei Guild Wars ein bisschen. Hast du noch Stonebricks? Du hast sogar das Stonebricks gegeben. Hast du noch mehr? Okay. Reicht das, oder? Wie geil das aussieht. Nach und nach sieht es echt geil aus. Ich fand dann da die Kartoffeln an, ne? Ja, ja. Alter, das wird echt ein geiles Projekt, was wir hier vorhaben. Weißt du, was mir aber auch mal gerade eingefallen ist? Wir können bis zu 8 Etagen machen. Wie wollen wir das später mit Zuckerrohr machen? Einfach mit Pistons, oder? Können wir. Also es ist möglich. Ja, das weiß ich. Lass mich raten. Deine Idee ist wie die von Sparko Phoenix? Nein. Wow. Meinst du jetzt Batswitch, ne? Ich habe nicht gesehen, was der Feiner gemacht hat. Ich habe nur diese Woche gesehen, der hat eine Zuckerrohrfarm gemacht. Und dazu dann ein Tutorial rausgehauen. Ja. Lustig ist, es ist mit Sachen gemacht, die in Zukunft Minecraft nicht mehr unterstützen wird. Okay. Minecraft-Entwickler setzt momentan alles dran, um solche Fehler im Spiel zu beseitigen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wofür wir rote Beta eigentlich so stark brauchen, aber wir haben's. Warte, riecht man da Scheiß drauf! Scheiß Wetter. Oh. Also wenn irgendjemand braucht, der irgendwann vorbeikommt, die haben jede Menge roten Farbstoff. Kann man aus roten Farbstoff machen? Man kann aus rote Beta roter Farbstoff machen. Cool. Also ganz ehrlich, ich weiß, was ich mir jetzt schon wünsche. Was? Dass wir aus den Seeds, die wir haben, irgendwie Seed Oil oder sowas machen. Das wird, übernimmt schon wieder Überhand. Brauchen wir noch Stone Bricks? Dann mache ich nochmal welche. Ja, wir brauchen noch ein paar. Weil ich habe noch 4 Stacks im Inventar. Deswegen. Okay. Also ich meine, Kobbel sollte uns ja wohl nicht ausgehen. Nee, ich baue gerade auch schon alles mit Kobbel, ne? Also komm schon, das Rätsel sieht man eh nicht. Ja, ja. Rote Beete. Alter. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Liege. So. Wir haben jetzt ein Stack und 15 rote Farbe. Obwohl, das ist natürlich eine neue Truhe. So, wir haben jetzt offiziell eine Farbentruhe. Boah. Ich muss mich mal gerade richtig hinsetzen, jetzt tut der Nacken weh. Ja, schon fast ähnlich. So. Ist das nicht richtig? Nein, nein, ich übertreibe nicht, nein, nein. Was ich auf jeden Fall jetzt mal offscreen machen werde, oder in einer Timelapse-Folge, weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Ich werde, sag mal schnell,
Offscreen unten an der Mobfarm. Aber der. Alter. Was denn? Nein, nein, der betreibt es nicht. Nein, nein. Hier nein. Vorne kann ich den Wand schon zumachen, ne? Da, wo die Hopper ankommen. Ja. Kommt wahrscheinlich eh Glas hin, oder? Ich will Stein machen. Sieht man aber nichts. Ich will Glas machen von mir aus. Also, was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir werden in einer Timeless-Folge, beziehungsweise ich werde unten an der Mob-Farm erstmal ein bisschen AFK-Level-Farm und die ganze Zeit dann meine Rüstung mal, mein ganzes Equipment verzaubern. Wird vermutlich bei mir genauso drauf hinauslaufen. So, was wollte ich jetzt nochmal machen? Ah ja, Glas. Echt krass, wie wir kaum Sand haben, ne? Mhm. Ja, da werde ich mal später mit der Diaschaufel verzaubert ein bisschen in der Wüste ausrasten. Wüste! Wir brauchen aber auch immer noch einen neuen Sattel. Ja. Ganz ehrlich, ich frage mich teilweise, warum die Mojang-Leute nicht selbst auf die Idee gekommen sind, hier so Connected Textures einzubauen. Keine Ahnung. Connected Textures sind einfach geil. Es ist echt so. Ich baue hier unten mal neben dem Eingang baue ich ein Crafting Table hin. Naja. Machen wir dann jetzt hier an der Wand eine Leiter rauf? Ja, vorerst. Hast du Holz? Ich hab Holz. Okay. Wollen wir auch nochmal so eine Mob-Farm bauen? Hier so eine Turm-Mob-Farm, wo wir einfach nur die Ressourcen herkriegen? Wie Gunpowder und alles? Können wir. Weil ich meine, das ist ja in der Folge schnell gebaut. Ja, stimmt. Okay. Nein. Wann ist die Folge eigentlich zu Ende? 3 Minuten noch, beziehungsweise 2,5. Ich mach schon mal ein paar Türen. Warte, da will ich aber noch Zornbüchse haben. So. Ich bin echt mal gespannt, was dann in der nächsten Street mal sagen wird. Wahrscheinlich wir übertreiben. Ja, sag ich mal einfach nur mal den Projektnamen hier, ne? Mhm. Das ist ja so Hashtag Overdrive. So richtig perfekt das Englisch. Oh Mann. Hashtag Overdrive. Overdrive. Überdrive. Overdrive. Alter. Ich lasse dann. Obwohl, wir haben ja jetzt die Leiter. Ich kann ja jetzt hier schon mal zubauen. Ah ja. Außerdem habe ich intern hier auch meine Treppe. Und dann zum letzten Zeug. Ich wäre dafür, dass wir die eine Wand komplett aus Redstone-Blöcken machen. Also da, wo die jetzt ganze Redstone-Abteilung ist. Theoretisch. Also es stört innerhalb des Dings nichts. Wenn ich jetzt, Christian, schau mal, wo ich. Moment. Na? Christian. Wenn ich jetzt hier bei dieser Redstone einen Redstone-Block hinstellen würde. Passiert nichts. Außer, okay, dass die Dispenser angehen. Ja. Ist er schon wieder runtergefallen? Nein. Ich doch nicht. Bald mache ich so einen Kinderzaun hin, damit du nicht mehr runterfällst. Will trotzdem noch runterfallen.
Nein, nein, wir übertreiben nicht. Nein, nein. Und die Folge ist rum. Perfekt. Ich habe eh keine Stonebricks mehr. Ja, ein paar habe ich noch. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.